test my patience. Willkommen, Freunde des Hexfeld-Turnieres, auf dem Schlachtfeld zwischen dem guten Konradin auf der Beastman-Seite, die wir vor uns sehen, und auf der anderen Seite der Phoenix King. Ja, am Ende der Schlacht werde ich euch gleichzeitig, weil das Video gestern ausgefallen ist, hatte einfach ein bisschen zu tun, zeigen, wie es weitergeht, denn Zyklus 2 hat nach diesem Spiel hier quasi bereits begonnen, alle haben ihre Votes abgegeben und wir gehen dann zusammen durch. Ihr könnt also auch, wenn ihr das Video jetzt zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt schon gesehen haben solltet, dann auch einfach weiterspringen und euch das dann nochmal genau anschauen. Ich hinterlasse einen Timecode dafür. So, die Armeen, da müssen wir auch nicht so weiter drauf eingehen. Ich werde sie hier an der Seite anzeigen. Ich sage nur ein bisschen was Allgemeines dazu. Wir haben hier relativ Infanterie und ja, eigentlich eine sehr, sehr ausgeglichene Armee, könnte man fast schon sagen. Zwei Fernkämpfer, ein paar Minos. Also hier die Schlechter von Kaltengrad mit Chaosbrut. Dann haben wir hier auch noch die Gorherden mit Schild. Zwei Harpien, hier allerdings an der Seite positioniert. Und auch drei Centigors mit Wurfäxten haben wir hier dabei. Wenn die gut eingesetzt werden, könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Hier hinten sind, denke ich mal, Hunde. Genau. Und auf der Waldläuferseite von Nightkiller haben wir hier ebenfalls eine recht ausgeglichene Armee. Für Waldelfenverhältnisse vielleicht sogar ein bisschen wenig fernkampflastig. Nur zwei Bogenschützen dabei. Ansonsten eher Speerträger. Schöne Formation, finde ich, eigentlich. Phönixwache hier in der Mitte. Da werden es eventuell die Bogenschützen ziemlich gut dagegen sein. Und auch Drachenprinzen haben wir hier sogar zweimal. Einmal davon die Feuergeborenen. Vor denen muss man sich als Beastman absolut in Acht nehmen. Vor allem, wenn man solche regenerativen Einheiten hier dabei hat. Ja, wir drücken mal auf Start und schauen uns an, wer von diesen beiden Spielern am Ende der Schlacht der Überlebende sein wird und die andere Fraktion gleich mit einsackt. So, Konradin hat sich jetzt hier auf dem Kamm positioniert. Seine Einheiten sind noch versteckt, glaube ich sogar. Oder? Sie können sich nur im Wald verstecken. Sie sind nicht normal versteckt. Okay. Er setzt seine Armee in Bewegung langsam. Nightkiller bleibt ein wenig zurück. Beide positionieren sich noch und jetzt schießen die Bogenschützen ihre ersten Pfeile. Das ist allerdings nicht allzu verheerend. Die hier haben Schilde, haben eine breite Formation. Das Fernkampffeuer wird sich in Grenzen halten. Auch schöne Aktion jetzt hier. Hinten mit den Centigors rumgeritten. Jetzt müsste theoretisch die Kavallerie... Okay, er schickt die Kavallerie ins Zentrum, um die Infanterie aufzurauchen. Kann man auf jeden Fall machen, weil vor allen Dingen hier eigentlich nicht viel Angreifbares ist. Das heißt, man hätte die Centigors eventuell, jetzt wo man gemerkt hat, okay, die Kavallerie kümmert sich nicht um euch, hätte man jetzt hier rüberziehen müssen, weil jetzt wird es schwierig. Speerträger werden reingeschickt, okay. Schlechter von Kaltengrad wird jetzt wahrscheinlich in die Drachenprinzen mit reingeschickt, oder? Ne, nicht so richtig. Harpien kämpfen gegen die... Oh nein. Da gibt es einen Counter-Charge, um die Grenzläufer zu beschädigen, aber ganz in der Nähe sind hier die gemeinen Feuergeborenen und wenn... Oh, und hier hinten wird auch nicht so gut gemicrot. Wir müssen mal ein bisschen langsamer machen. Es passiert gerade recht viel. Bei Beastman ist immer relativ viel los. Also wir haben jetzt hier ein paar Hunde, die in diese Phönixgarde reinlaufen, die eigentlich Bogenschützen, denke ich mal, erwischen wollten, aber die hat er jetzt wahrscheinlich hier durchgezogen. Hier hinten tut Konradin gerade nicht Micron, hat alle seine drei Einheiten in einer äußerst ungünstigen Situation. Die haben hier nichts, was sie angreifen können, bis auf die Bogenschützen hier. Aber stattdessen lässt er sich auch noch von den Bogenschützen abschießen. Grenzläufer sind ziemlich gut gegen Beastmen generell. Das sehen wir auch hier, die traden sogar überlegen. Und hier mehr oder weniger die komplette Infanterie und die Fernkämpfer haben sich schon verabschiedet anhand der überlegenen Kavalleriearmee. Was hätte er jetzt tun müssen? Er hätte quasi seine Centigos irgendwie erstmal, wo er schon gemerkt hat, okay, die Kavallerie reagiert nicht auf mich, hätte er mindestens zwei Centigos schon mal hier hinten rumziehen müssen, um diese hier zu zerwerfen und irgendwie anderweitig die Feuergeborenen abzulenken.
Ich meine, er hat ja auch einen Schattenmagier, könnte eine Entkräftung casten, wenn er die mitgenommen hat. Hat er sogar. Mit einer Entkräftung wären die hier deutlich weniger schnell vorwärts gekommen, hätten ein bisschen länger gebraucht, die Einheiten zu vernichten. Und so hätte man besser reagieren können. Was jetzt auch natürlich auch nicht so schön ist, die Chaosbrut, die jetzt hier drinne steht, die wird auch nicht ewig durchhalten. Also wir haben mehr oder weniger schon beim Beastman jetzt sehr, sehr viele wichtige Sachen, die verloren gegangen sind. Er muss jetzt wirklich anfangen, die Centigors gut zu micron. Und er muss vor allem dafür sorgen, dass seine wichtigste Einheit, die Schlechter von Kaltengrad hier, nicht in Kämpfe kommen, die sie nicht haben wollen. Sonst wird es nämlich schwierig. Immer mal so eine leichte Einheit sich wegsnacken. Eventuell muss er auch die Harpyen mal wegwerfen, um die Feuergeborenen zu pitten. Immer mal so eine Harpie reinschicken. Das tut er, die Harpyen benutzen, um die Bogenschützen hier anzugreifen. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Er müsste halt die Centigors stattdessen für sowas benutzen. Aber die Centigors werfen halt einfach nur ihre Äxte. Ihr müsst die Centigors mit Wurfäxten auch im Nahkampf benutzen. Die sind ziemlich gut. So. Hier wurde jetzt eine Chaosbrut gespawnt. Wahrscheinlich aus einer Einheit, die vorher fast gestorben ist. Kommt jetzt ein Pendel. Okay, damit hat sich diese Bogenschützeneinheit mehr oder weniger verabschiedet. Aber man darf jetzt hier nicht auf jeden Fall weiter auf diese Sperrträger schießen. Hier ist schon viel zu viel Munition sinnlos verschossen worden. Auf die Phönixgarde zu schießen ist gar nicht so dumm. Aber es gibt eigentlich gerade wichtigere Ziele. Die Phönixgarde kann man einfach ignorieren, die ist viel zu langsam. So, und dieser Kampf geht halt verloren auf Dauer. Das ist leider klar. Auch dieser Kampf geht verloren für die Beastmen. Nightkiller macht hier einen guten Job. Harpien werden ultraschnell von den Grenzläufern umgebracht. Endlich kommt hier der Charge in die Bogenschützen, der diese aufraucht. Aber wir haben auch noch einen vollen Feuersäulen-Phönix in der Luft, der hier ein bisschen Stress machen kann. Tyrion ist ja sogar unterwegs, der Morgoth den Schattengeborenen mehr oder weniger entfernt hat. Ja, ist nicht so leicht. Beastmen haben nicht so die allerbesten Chancen gegen Hochelfen. Hätte hier einfach generell schon sehr, sehr gut spielen müssen. Aber er hatte die Mittel, es theoretisch zu schaffen. Aber Hochelfen können das halt auch mit ihren ganzen Bonus gegen Großeinheiten, mit ihrer recht hohen Moral, mit dem guten Lord, den er sich jetzt hier auch gewählt hat, in Tyrion, und natürlich mit der heftigen Kavallerie, die auch noch schnell ist, ziemlich gut für sich entscheiden. Und mit den Grenzläufern haben sie ja sogar eine Infanterieeinheit, die sich ausgezeichnet gegen die Beastmen schlägt. Also sehr kosteneffizient. Ja, und damit ist es schon vorbei. Es tut mir leid, aber Conradin wurde an dieser Stelle übermannt und seine Nation wird nun ja, im nächsten Zyklus von dem guten Nightkiller übernommen und annektiert. Hier können wir es nochmal in der Endauswertung sehen. Ich denke, wir müssen jetzt nicht so sehr darauf eingehen, es war eine sehr, sehr klare Schlacht. Die hat sich auch schon sehr deutlich in diese Richtung bewegt. Die meisten Einheiten bei Conradin konnten leider nicht ihre Werte erzielen. Tyrion war absolut heftig dafür, dass er so wenig erlitten hat. Ich meine, er hat halt den Magier, den Morgoth halt einfach zerkloppt. Und das kann er verdammt gut. Grenzläufer, vor allem dieser eine hier, hat einen guten Job gemacht. Der andere wurde, glaube ich, von den Minotauren oder von den Chaosbruten angegriffen. War also ein bisschen weniger gut für diesen. Phönixgarde war heftig. Einfach mal 1500 geholt. Keine Ahnung, gegen was sie überhaupt gekämpft haben. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Phönix war halt auch noch da. Bogenschützen wieder super. Also ich sehe selten eine Hochelfenarmee, in der die Bogenschützen sich nicht lohnen. Drachenprinzen gut, beide Stück. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, denke ich. Deswegen gehen wir direkt wieder aus dem Spiel raus. Dann gucken wir uns jetzt die Liste an. Und ich habe diesmal auch schon ein bisschen was vorbereitet, damit ich nicht wieder so große Verwirrung anhergehe. Ich gehe jetzt mal ganz kurz an der Seite hier das durch. Ihr könnt es euch anhalten, wenn ihr genauer hingucken wollt. Das ist einfach nur, damit ihr seht, dass ich hier die richtigen Werte übernommen habe
und alles seine Richtigkeit hat. So, das war's auch schon. Ihr seht auch schon, ich habe schon die entsprechenden entfernt. Hier habe ich jetzt alles hingeschrieben. Und ja, das übertragen wir jetzt mal zusammen. Und dann werden wir schauen, welche Kämpfe sich hier ergeben. So, Phoenix King. Der Phoenix King ist ganz hier unten der Ecke. So, er will also nach G2. Hier kommt also definitiv ein Kampf zustande. Werden wir dann auch mal gucken, in welcher Reihenfolge die eventuell gemacht werden, wenn es nicht zu kompliziert wird. Ansonsten müsste ich das dann einfach nochmal jeden selber schreiben. Also das mache ich ohnehin. So, Orni Dragon. Orni Dragon mit den Dunkelelfen geht von B4 auf A5. Das heißt, er will sich direkt die leckeren Vampire holen. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier wird gekämpft. Da wird gekämpft. So, der nächste ist der gute Victor. Der gute Victor geht von G5 nach F6. G5, das ist hier, nach F6. Ich glaube, er meint F5. Wir gucken noch mal ganz kurz. Victor, F6 ist nicht bei dir in der Nähe. Von G5 nach F6. Also ist die F5 ist halt das einzige Feld. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil ich kann das nicht alles überprüfen, ob die ganzen Züge machbar sind. Ich habe auch noch bin auch noch in andere Dinge eingebunden, deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er hier auch das gemeint hat. So. So, er greift also hier an auf F5. Das korrigieren wir jetzt auch mal. Und selbst wenn es nicht so war, es ist jetzt so, weil der andere Zug nicht möglich gewesen wäre. So, dann haben wir Reaper, der von F4 nach F3 geht. Also von hier nach da. Und wir sehen wieder einen Kampf. Also jetzt wird es richtig krass hier. Wir werden jetzt haufenweise Leute quasi rausfliegen. Gut. Also auch ein Kampf. Holla, die Waldfee. Also wir müssen jetzt theoretisch ja ohnehin fast überall einen Kampf sehen. Von E2 nach E3. Also werden wahrscheinlich, ihr werdet jetzt wahrscheinlich mal teilweise sogar zwei Kämpfe haben. E2 nach E3, das ist hier, da gibt es jetzt mal ausnahmsweise keinen Kampf, zumindest noch nicht. Ja, Ninja ist diese Runde durch. Glückwunsch. So, der gute God-Eater geht von H3 auf H4. Nee, es gibt keinen Kampf, denn der Imperiumsspieler hat sich schon bewegt. Also auch gut davon gekommen, der nächste, der hier grün bleibt. So, Ludwig geht von H6 auf H5. Der geht also dorthin und dort gibt es auch keinen Kampf. Der gute Verknechter geht von A4 auf A3. Also dorthin, da hat er zu 100% keinen Kampf. Aber er hat ja hier, wie gesagt, den Kampf. Also mache ich ihn mal orange. So, jetzt kommt der gute Nightkiller. Und der geht nämlich von C3 auf C4. C3 auf C4. Ich glaube, da ist er verrutscht. Das ist C2 auf C3. Das ist der einzige Move, der hier möglich ist. C2 auf C3. Ich schreibe nochmal schnell um. Troxox von F3 auf F4. Oho, hier gibt es einen Doppelangriff. Das ist natürlich nice. So, Exploding Hamster geht von B2 auf C2. Da hat jetzt jemand hier doch einen Kampf. Aber er ist definitiv danach nicht tot. Wenn der Hamster jetzt hier angreift, wir sagen jetzt einfach mal, er würde gewinnen, dann kriegt er diese beiden hier, weil nur diese auch in den Kampf verwickelt sind. Weil dieses kann Nightkiller in dem Kampf noch gar nicht benutzen. Maximus mit den Skaven geht jetzt von E6 nach E5. Das ist gut für Ludwig auf jeden Fall, weil der hat damit keinen Fight. Schön, und damit hat Maximus, glaube ich, auch keinen Fight. Das heißt, beide bleiben hier ohne Kampf. So, Fimo, der jetzt hier von Silvan aktuell vertreten wird, weil Fimo jetzt 2 Wochen im Urlaub ist. Also schreibt dann Silvan an, falls es jetzt hier zu einem Kampf kommen sollte. Der geht von E4 da nach D4 da oben. Das hat man nämlich vorhin schon geguckt. Deswegen war ich mir jetzt auch sehr sicher, dass das jetzt hier nicht zu einem Kampf kommt.
So, Toxi. Toxi geht von C1 nach D1. C1 ist hier, D1 ist da. Also weiter vom Hamster weg und oh, das könnte doch das Ende für Nightkiller bedeuten, wenn er nämlich jetzt beide verlieren sollte. Das Gute ist, wenn er jetzt einer von diesen Schlachten gewinnt, dann bleibt er einfach bei zwei Nationen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und Nightkiller ist jetzt auch einer der ersten hier in dieser Runde. Verknechter wird er jetzt nicht kämpfen, der jetzt auch schon in beiden seiner Kampfrunden beide seine Nationen spielen wird und auch muss. Weil die Regeln besagt, sobald ihr es könnt, müsst ihr eure Fraktion wechseln. Das heißt, Nightkiller muss sich jetzt überlegen und auch schon am Anfang einen entsprechenden Pick absetzen. Ich meine, er wird jetzt angegriffen, deswegen kann er quasi draufpicken und der Hamster kann er eh nur die grünen Häute nehmen. Genauso wie es jetzt hier auch ist. Dann kann er halt immer wieder reagieren, aber er muss jetzt definitiv seine zwei Nationen hier schon zum Einsatz bringen. Und dann muss sie dann nach jeder Schlacht auch mehr oder weniger wechseln. Waldsterben, aka Steve, der mit seinen Chaoskriegern hier unten gegen die D1 rutscht. D1 da oben. Oh mein Gott. Holy shit, wir haben sogar jetzt eine von diesen Situationen. Das war natürlich auch klar, dass das irgendwann mal passiert. Und das muss ich jetzt bestimmen, wer hier quasi der Erste ist, der dahin, der diesen Kampf hier führen wird. Das machen wir jetzt gleich im Anschluss. So, da habe ich mir jetzt noch gar nicht so überlegt, aber wir werden wahrscheinlich einfach den Würfel hier benutzen, damit ich das gleich mal live für euch mitmachen kann. So, wir tragen es erstmal ein, dass das Gebiet jetzt hier wirklich von so vielen Nationen umkämpft ist. So, da können wir auch gleich wunderbar das erste Beispiel durchnehmen. Aber vorerst machen wir noch den guten Schredder. Und der gute Schredder hat die Kult der Sinnesfreuden gehabt. Das waren die hier. Und der geht nämlich von nach B3. Oh, wieder ein Kampf. So, das ist jetzt natürlich wichtig, in welcher Reihenfolge hier welche Kämpfe stattfinden werden. Und das können wir jetzt mal an ein paar Beispielen hier durchgehen. Ich werde jetzt vielleicht nicht alle machen. Auch ganz einfach aus dem Grund, dass es ja nicht praktikabel ist. Ich kann euch das dann auch einfach so schreiben. Aber gerade dort, wo der Zufall jetzt greifen wird, werden wir es mal zusammen durchgehen. Also erstmal, wir sehen jetzt hier, das ist die offizielle Kampf, das offizielle Kampfhexagon. So sind die Bewegungen. Und jetzt schauen wir, welche Kämpfe hier gegebenenfalls zuerst umgesetzt werden müssen. Wir haben jetzt also ein sehr gutes Beispiel, wie das Ganze ablaufen wird. Ich werde es euch auch nochmal explizit schreiben, aber wir gehen jetzt mal hier direkt drauf ein. Also, für den Fall, wir haben jetzt zum Beispiel hier, dass Toxi jetzt erst den Kampf gegen Nightkiller führt. Wir sagen einfach mal, Toxi gewinnt den Kampf. Danach darf Steve jetzt entscheiden, möchte er seinen Angriff weiter durchsetzen oder lieber sein lassen. Er hat die Wahl. Wenn er sagt, okay, scheiß drauf, ich greife trotzdem weiterhin an, dann hat er den Nachteil, dass er erstens gegen alle eingenommenen Gebiete kämpfen muss, aber nicht die eingenommenen Nationen, wenn die werden erst nach Zyklusbeginn quasi erobert. Also es gibt hier logischerweise eine Zugreihenfolge, wie Gebiete eingenommen werden. Und die zählt dann auch. Das heißt, all diese vier Gebiete hier sind dann in der Hand von Toxi. Und wenn Steve jetzt von hier unten kommt, müsste er quasi gegen alle angrenzenden Gebiete, das ist C1, D1, D2, kämpfen. Also ein 2-Runden- gegen 3-Runden-Kampf. Und erst wenn dieser dann gewonnen wurde, dann gehen alle beteiligten Gebiete in die Hände des Siegers über. Das heißt, wenn Toxi auch diesen gewinnen würde, würde er am Ende der Runde B1, C1, D1, D2, E1 und F1 haben. Weil all diese Gebiete zu diesem Zeitpunkt in den Kampf verwickelt waren. Das heißt, es wäre eine unfassbar krasse Ausdehnung und einen Ketten... also wirklich sehr, sehr, sehr viel wäre jetzt hier für ihn drin zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel Steve gewinnen würde, dann würde er wiederum, weil er halt der Letzte ist, dann würde er auch nur einen Kampf dafür führen, würde er zumindest C1, D1 und D2 bekommen. Und natürlich, je nachdem, wer D1 kontrolliert bekommt, dann am Ende auch die Tiermenschen. Und wenn die Sache hier geklärt ist,
Dann kommt der Hamster mit seinem Zug dran. Und wenn die Sache geklärt ist und Nightkiller noch leben sollte und auch noch verbunden sein sollte mit hier oben, dann marschieren seine Truppen erst in C3 ein. Das ist die Zugreihenfolge. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Wie gesagt, es gibt da einfach zwei Grundregeln und die lautet einfach, gegenseitige Angriffe sind immer zu bevorzugen und neutrale Gebiete sind immer die letzten in der Reihenfolge. Und bei ausgeglichenen Verhältnissen entscheidet der Zufall. Ja, falls Fragen sind, dann schreibt mich einfach nochmal direkt an. Es ist jetzt wie gesagt ein Präzedenzfall, aber ich denke, dass ihr das auch schon verstanden habt. Ja, ansonsten haben wir jetzt glaube ich gar nicht weiter noch solche Sachen gesehen. Wir haben jetzt hier noch sowas, wo hier unten einmarschiert wird, als auch da oben einmarschiert wird, als auch da oben einmarschiert wird. Also eine riesige Kette, die sich hier so lang bildet. Hier muss man auf jeden Fall auch noch per Zufall bestimmen, wer hier wo einmarschiert und welcher Zug quasi zuerst durchgezogen wird. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. So, Bretonnia 1, 2, 3, genau, es sind ja nur 3, okay, wir brauchen nur 3. Zack. 1, 2, 3, gut. Und hier oben wird er ja angegriffen. Genau. Also theoretisch ist das ja auch nur halbe. Gut. Schauen wir mal. Na, was hat's ausgespuckt? 2. Das heißt, der zweite, also haben wir gesagt, hier oben 1. Der Kampf hier ist die 2. Das heißt, der erste Kampf, der durchgezogen wird, ist Norska gegen Kult der Sinnesfreuden. Und jetzt würfeln wir... ja, und daraus ergibt sich dann quasi auch, welcher Kampf als nächstes gespielt wird. Also dann ganz logisch, dass der Gewinner davon dann logischerweise dann den nächsten Kampf, die nächsten Kämpfe bestimmen wird. Also wenn die Kult der Sinnesfreuden hierbei sterben, wird es den Kampf da oben nicht mehr geben. Wenn Norska sterben sollte und die Kult der Sinnesfreuden gewinnt, dann wird es den Kampf hier unten zwar noch geben, aber der wird dann vom Kult der Sinnesfreuden gegen die Waldelfen gemacht. Also hier ist ganz klar der Kult der Sinnesfreuden der erste Kampf, der gemacht wird. Norska gegen Kult der Sinnesfreuden. Das schreiben wir auch gleich nochmal hin. So, ich glaube, noch sowas hatten wir jetzt aber nicht. Theoretisch, hier haben wir noch so einen Kampf. Das müssen wir auch noch gucken. Schauen wir uns das also auch noch an. Mensch, ganz schön viel zum Einstellen heute. So, jetzt ist Verknechter, also bretonischer Kampf und also B3 und A5 in der Reihenfolge. Was geht's? Also A5 wird zuerst gekämpft. Das heißt, wir gucken uns den nochmal kurz an. Vampire. Beziehungsweise der normale Waldelfenkampf ist hier wiederum auch, dunkle Elfenkampf ist hier wiederum auch der sehr weit vorne gelegen, ne? So, und Vampire. Gut, ich denke, jetzt haben wir aber alle erwischt. Weil die anderen sind alle schön eindeutig. Genau, ja. Gut, wie gesagt, ich schreibe es euch nochmal explizit so hin. Das war jetzt ein bisschen umständlicher, zumindest für mich, sowas aufzunehmen. Ihr seht, was da hier von Verwaltungsaufwand für mich drin steckt, euch das immer in mundgerechte Häppchen zu verteilen. Klar, ihr könntet das eigentlich wahrscheinlich auch einfach alles selber schaffen und machen und selber verwalten. Aber ich finde, es ist eigentlich immer ganz gut, gerade die ersten Kampfrunden, wenn da einer drüber guckt, der sich die ganzen Mist ausgedacht hat und ja, der hier so ein klein das bisschen noch anleitet, um die Verwirrung zu vermeiden und einfach nur euch zu sagt, welche Kämpfe ihr machen müsst. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt. Schreibt mir gerne dazu was Schönes in die Kommentare. Wenn ihr mich bei meinen Verwaltungsarbeiten hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne mit einer kleinen Spende auf Patreon oder über PayPal. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Oder wenn ihr das nächste Spiel kauft, dann könnt ihr auch über meinen Kinguin-Link in der Beschreibung gehen. Da kriege ich, glaube ich, auch noch 5% von ab. Hoffe ich zumindest, dass das noch so ist. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.